Ja, heute wieder ein neues Fräsvideo. Fräsen ist immer sehr beliebt bei euch. Ihr fragt immer sehr danach. Heute eine mittelpreisige Fräse, die wahrscheinlich schon 1, 2, 3, 400 von euch kennen. Diese wird heute von der Firma GC Masters zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für diese Fräse. GC Masters verkauft fast nur Fräsen und Bits in einer sehr guten Qualität. Bis auf einen kleinen Ausrutscher, und das wäre ein Massagesessel. Den würde ich natürlich auch sehr gerne mal testen. Also, falls ihr jemanden sucht, würde ich mich dafür zur Verfügung stellen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen nach oben auch sehr gerne. Gerne auch Kommentare, was für Fräsen ihr zum Beispiel benutzt. Würde mich mal sehr interessieren, ob eher die teuren oder eher die günstigen und was für ein Modell ihr benutzt. Auch ganz wichtig für mich mal zu wissen. Zudem gibt es zum Schluss des Videos auch noch ein kleines Gewinnspiel. Also schön bis zum Ende dranbleiben und kräftig absahnen. Zudem gibt es auch noch einen Gutscheincode. Ganz wichtig, wer sich mal neue Fräsbits kaufen möchte, der kann mit dem Gutscheincode Unicorn bei Chris 10% sparen ab einem Bestellwert von 30 Euro. Also gerne mal die Seite auschecken. Links sind alle unten in der Beschreibung drin und alles nochmal genauestens beschrieben. So, aber kommen wir doch erstmal zur Fräse und was GC Masters mir alles so Schönes geschickt hat. Das wollen wir heute alles mal austesten auf jeden Fall. Die Fräse, die wir gleich auspacken, kostet in der günstigsten Variante 69,99 aktuell, glaube ich. Ja, kann sich natürlich immer variieren so ein bisschen. 69,99, und es sind auch noch ein paar Bits dabei. Das Ganze geht dann, glaube ich, 100 hoch bis 120 oder so, weiß ich, müsste mal genauer gucken auf der Internetseite. Da sind natürlich auch noch ein paar Keramikbits dabei dann und eine bessere Ausstattung. So, aber gucken wir uns doch erstmal an, was hier so drin ist. So, hier ist schon mal die Fräse, die nehmen wir erstmal raus. Da gucken wir gleich mal genauer drauf, genau wie die Bits. Die hole ich auch mal alle raus. So, das schon mal weg. So, fangen wir doch mal damit an. Ja, das sind diese Standard-Schleifkörper, Sandpapier-Schleifdinger. Ja, wer meine Videos kennt, weiß, ich mag die nicht so gerne. Erstens müsst ihr euch immer wieder diese Teile neu kaufen. Finde ich doof. Zweitens werden die Dinger relativ schnell warm. Es ist eine große Hitzeentwicklung auf dem Nagel. Ist nicht so schön für die Kunden und auch nicht so schön für euch. Ist natürlich unangenehm, wenn die Kunden das immer wegzieht. Ja, die werde ich nicht testen, das möchte ich Franzi nicht antun, und wie gesagt, ich mag die Dinger nicht. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die kommen damit sehr gut klar. Ja, muss jeder mal für sich ausprobieren. So, dann kommen wir mal zu dieser wunderschönen Box. Die gibt es bei GC Masters so in so zu kaufen quasi. In verschiedenen Stärken, Größen, Dicken, alles dabei. Gerne mal auf der Internetseite reinschauen. Link ist unten in der Beschreibung. Was sehen wir hier? Wir sehen hier auf jeden Fall goldene Hartmetall-Bits. Fangen wir mal mit dem an. Das Ding liebe ich ja ohne Ende. Das ist so ein, das ist eigentlich für Acryl. Aber ich benutze den auch für Gelnägel. Ich mag es, wenn ich einen sehr groben Bit habe. Aber der ist nur für Acryl. Das ist viel zu gefährlich, den bei Gelnägeln zu benutzen. Ja, ich weiß. Aber ich sage auch nicht, dass das Anfänger nehmen sollen. Anfänger sollten wirklich einen anderen Bit nehmen. Den werde ich gleich auch noch zeigen. Aber für Leute, die schnell arbeiten wollen, ist der wirklich gut. Für die, die schnell arbeiten wollen und Erfahrung mit der Fräse haben, ist der wirklich quasi Gold wert. Hohoho. Wegen der goldenen Farbe, ihr versteht. So. Dann kommen wir zu dem, sag ich mal, normalen Fräser für die Gelnägel. Ja, ist nicht ganz so grob wie der gerade. Lässt sich auch gut, damit kann man auch gut Acrylnägel nachfeilen. Auch sehr wichtig.
ja, Hartmetall und diese Beschichtung ist dafür da, damit der Bit nicht so heiß wird auf dem Nagel und die Kundin nicht schreiend aus dem Studio läuft, weil ihre Nägel anfangen zu brennen. Ja, habe ich mir mal von einem Profi sagen lassen. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten goldenen. Der ist natürlich super, um ja, unter dem Nagel zu fräsen, in kleine Ecken reinzukommen. Solche Sachen werden wir auch nachher mal testen. Genau. So, dann haben wir hier noch einen dünneren. Auch sehr geil. Ne? Stellt schon auf Kamera. So. Auch sehr geil. Kommt dann natürlich, wenn ihr mal eine Schablonenverlängerung gemacht habt oder so, oder euch irgendwie Gel unter den Nagel gelaufen ist, kommt ihr damit perfekt an den Nagel dran. Und dann haben wir hier noch einen für die Nagelhaut. Auch sehr gut. Ein schön kleiner, feiner. Ist jetzt kein Diamantbit, sondern ein Hartmetallbit. Mit einer sehr feinen Verzahnung. Werden wir dann nachher auch mal ausprobieren. So, und was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde, ist hier so ein Bit, womit man die Bürsten dann, eine Bürste, womit man die Bits dann reinigen kann. Ja, finde ich auch sehr cool, werden wir auch ausprobieren. Ja, so viel zu diesem Set. Und dann gucken wir uns mal die weiteren Bits an. Da haben wir hier nämlich noch ein paar Keramikbits. Keramikbits deshalb, weil die natürlich überhaupt oder fast gar keine Hitzeentwicklung auf dem Nagel verursachen. Keramik wird quasi kaum bis gar nicht heiß, führt die Wärme sehr gut ab. Ja, haben wir hier auf jeden Fall erstmal den feinen zum Abfräsen von Farben oder Nachfeilen von Acrylnägeln kann man den gut benutzen. Kann man natürlich auch mit Gel abfräsen. Da der aber relativ fein ist, würde ich den jetzt nicht unbedingt dafür nehmen. Aber für Anfänger ist der auf jeden Fall gut, um mal zu testen, wie so eine Fräse funktioniert. So, kommen wir mal zum nächsten. Das wäre dann auch wieder der recht grobe zum Entfernen von Acryl. Dann kommen wir mal zu diesem kleinen Teil. Gut für unter den Nagel oder für kleine Stellen, wo ihr so niemals drankommen würdet. Auf jeden Fall auch relativ grob. Und dann haben wir hier noch zwei mit fast derselben Körnung, würde ich jetzt mal sagen. Der ist ein bisschen feiner als der. Der würde wahrscheinlich sehr gut gehen, um Gel abzufräsen, und der wahrscheinlich sehr gut, um Acryl nachzufeilen. Das Besondere an dem hier ist, dass er ein bisschen schicker gemacht ist mit einem Stein. Also wer sehr viel Wert auf die Optik legt, fährt mit dem sehr gut. Dann hätten wir die Fräsköpfe schon mal abgearbeitet. Kommen wir jetzt mal zur Fräse. So. Ja, was haben wir hier? Auf jeden Fall das Handstück schon mal. Das Handstück wiegt 160 Gramm circa. Ist auf jeden Fall vergleichbar mit der Promet-Fräse, die ich hier immer benutze. Die natürlich um einiges teurer ist. Ja, ganz normales Handstück, aufgewickeltes Kabel. Genau. Rechts-Links-Lauf. Die Fräse sowie das Handstück schafft 30.000 Umdrehungen die Minute, also so ein Standardwert. Genau wie die Kraft, die sie hat, das sind 2 Newton-Zentimeter, also auch vergleichbar mit einer Promet-Fräse. Newton-Zentimeter ist auch sehr wichtig, diese Angabe, denn es gibt auch Fräsen, die sehr, sehr wenig Newton-Zentimeter haben oder beziehungsweise eine sehr, sehr geringe Kraft. Die werden es wahrscheinlich nicht schaffen, einen Acrylnagel oder einen Gelnagel abzufräsen. Das sind die sehr, sehr günstigen Billigfräsen, die ihr wahrscheinlich irgendwie bei Chibo kaufen könnt oder was auch immer.
Die sind wirklich nur gedacht, um so ein bisschen Hornhaut wegzumachen oder ähnliches. Damit werdet ihr auf jeden Fall es nicht schaffen, einen Gel- oder Kohlnagel abzufräsen. Denn sobald ihr die Fräse auf den Nagel aufsetzt, beziehungsweise den Fräsbit, würde die anfangen zu stocken oder ganz aufhören zu fräsen. So, das können wir schon mal beiseite tun. Und dann kommen wir mal zum Herzstück. So. Das wäre der Körper. Ja, was sehen wir? Vorwärts, Rücklauf, ganz normal, an, aus, Speed bis 30.000 Umdrehungen die Minute. Die Bezeichnung ist die JD400. Auf jeden Fall gutes Gewicht, kann euch nicht so leicht vom Tisch fallen, und wir haben hier unten auch diese Pönöppel, diese Gummipönöppel, damit die nicht vom Tisch wegrutschen kann. Ja. Die Optik kennen wahrscheinlich schon die meisten. Das hier ist eigentlich so eine Standardfräse, wie die meisten, die sie wahrscheinlich in ihrem Studio stehen haben. Ja. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich mal alles an. So, was haben wir denn hier noch im Paket drin? Nehmen wir alles raus. Ist das? Aha. Hier haben wir noch ein Auflegeteil für den Fräskopf. Ganz wichtig, damit der nicht immer auf dem Tisch rumliegt oder ähnliches. Das gehört hier an die Seite dann. Da könnt ihr dann die Fräse reinstecken. So. Genau, könnt ihr die dann so reinschmeißen. Auch cool. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3 Diamantschleifköpfe für die Nagelhaut oder Hornhaut, wie auch immer. Und auf jeden Fall noch ein Schleifkörper, ein Papierschleifkörper. Ja, das ist dabei. Für 69,99 €. So, ich baue jetzt mal alles auf und dann testen wir das Ganze doch direkt mal an der Franzi. So, wir starten jetzt erstmal mit den gröbsten und dann testen wir mal den für Nagelhaut und für den Unternagel und ja, wir gehen mal alle durch so ein bisschen. Ja, zur Sicherheit würde ich euch auf jeden Fall eine Schutzbrille empfehlen. Mir ist schon öfter mal so ein Stück Gel ins Auge gesprungen. Auf jeden Fall Schutzbrille, Mundschutz, Absaugung, das volle Programm auf jeden Fall. Ja, ich bin da kein gutes Beispiel für. Ja, welchen nehmen wir denn zuerst? Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit den Metallaufsätzen an. In Gülden. Und dann arbeiten wir uns mal durch die Keramikaufsätze. So, los geht's. Was schon mal ein bisschen blöd ist an der Fräse, ist, dass hier keine genauen Angaben stehen, welche Drehzahl wo ist an dem Regler. Ja, muss man sich mal so ein bisschen durchtesten. Ihr hört, leise ist er schon mal. Finde ich gut. Ja, starten wir mal. So, was bei diesem Fräsbit zu beachten ist, ist natürlich wieder mit Vorsicht arbeiten. Wenig Druck, schnelle Bewegungen am besten, damit der Fräsbit nicht zu lange auf dem Nagel ist und das nicht zu schnell heiß wird auf dem Nagel. So, also der goldene geht schon mal klar. Wie gesagt, ich mag gerne die ganz groben, da bin ich ein bisschen schneller mit, aber Anfänger sollten den lieber nicht nehmen, sondern lieber den hier. Der ist nicht ganz so grob und ja. Zudem habe ich die immer ganz gerne, weil die hier, man kann mit der Spitze auch so ein bisschen fräsen und da kommt man ganz gut in die kleinen Ecken rein. Deshalb mag ich die konisch zulaufenden sehr, sehr gerne. Aber kommen wir mal zu dem Kegel ist das nicht. Was ist denn das? Zylinderförmigen. So. Natürlich auch Safety First, auf jeden Fall Absaugung, Schutzbrille, Mundschutz, das volle Programm ausstatten, nicht so wie bei mir.
Der ist jetzt natürlich ein bisschen feiner, da braucht ihr ein bisschen länger, um das Ganze abzufräsen. Für Anfänger auf jeden Fall etwas besser. Zudem müsst ihr vorne an der Kante aufpassen, nicht dass ihr da zu fest irgendwie in den Nagel reindrückt oder so, weil dann habt ihr ganz schnell eine Kerbe drin. Das zeige ich euch gleich nochmal an dem Keramikbit, denn der hat da eine leichte Abrundung vorne. Und natürlich auch auf die Nagelhaut aufpassen, denn da könnt ihr auch mal ganz schnell die Kundin verletzen. Dann starten wir doch direkt mal mit dem ersten Keramikbit, und zwar dem gröbsten von allen. Ihr kennt mich, ich mag die am liebsten. Ja, wie bei dem anderen auch zu beachten, nicht zu stark drücken, auch nicht zu lange auf dem Nagel halten, den Fräser, denn dann wird auch ein Keramikfräser irgendwann auf dem Nagel heiß. Ja, ansonsten genau dasselbe wie bei dem Metallbit. Dann kommen wir mal zu dem mit dem kleinen Steinchen vorne drin. Der ist natürlich sehr fein. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr damit zurechtkommt. Also für mich wäre der echt zu fein. Da brauche ich zu lange für. Da habe ich nicht genug Geduld für. Deswegen für Anfänger ganz gut geeignet auf jeden Fall. Sieht auch schick aus. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Keramik, da macht ihr auch nichts falsch. Die verschleißen nicht so schnell. Und ja, auf jeden Fall ein auch sehr schönes Teil. Das ist nun eine noch feinere, also noch feiner als der mit dem Steinchen drauf. Ja, den würde ich wirklich nur nehmen, um Acryl nachzufräsen oder vielleicht mal eine Farbe abzumachen oder mal ein bisschen leicht irgendwas anzugleichen. Ansonsten zum Abfräsen würde ich den jetzt nicht unbedingt benutzen. Was ich an dem ganz gut finde, ist, dass hier vorne das Ganze so ein bisschen, komm mal ein bisschen näher, abgeflacht ist. Ich hoffe, man sieht es. Im Gegensatz zu dem, hier haben wir eine harte Kante und hier haben wir es nur so leicht abschüssig. Das ist ganz gut, weil der hier, falls ihr da mal wirklich irgendwie an die Haut kommt oder ein bisschen zu stark drückt mit dieser Kante auf den Nagel, habt ihr natürlich sofort eine Kerbe drin. Und das ist natürlich doof, weil da könnt ihr den Nagel schnell mal schädigen. Deshalb finde ich den hier ganz gut mit dieser abgerundeten Kante. Würde dem hier auch ganz gut tun, finde ich. Der hier, der, ja, den zeige ich euch jetzt mal einfach nicht, weil der ist auch sehr fein. Damit könnt ihr Acryl wunderbar nachfeilen, kommt da gut in die Ecken rein durch die Spitze. Da wir jetzt hier keine Acrylnägel haben, ja, benutze ich den jetzt einfach mal nicht. Wird dann aber im Acrylvideo mit Sicherheit auch vorkommen. So, ich mache jetzt erstmal die restlichen Finger fertig und dann gucken wir mal, wie das so mit der Nagelhaut funktioniert. So, abgefräst ist alles, gefeilt habe ich es auch schon mal und jetzt würde ich mal die Nagelhaut in Angriff nehmen. Dazu nehmen wir jetzt mal diesen kleinen Kerl. Na, stell scharf. So, den hier. Ja, für Nagelhaut entfernen auf jeden Fall eine geringe Drehzahl nehmen. Nicht, dass ihr volle Pulle stellt und dann den Nagel zu dünn feilt an der Ecke oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall vorsichtig, mit wenig Druck arbeiten. Und das machen wir jetzt mal. Wie schon gesagt, wenn ihr an die Nagelhaut geht mit einem kleinen Fräser, mit einem Diamantbit oder so einem Vertreter seiner Art, auf jeden Fall vorsichtig agieren, wirklich eine geringe Drehzahl nehmen, wie schon gesagt. Und dann auf jeden Fall auch mit ganz, ganz wenig Druck arbeiten. Wirklich nicht zu stark drücken. Nicht, dass ihr dann an dem Nagel so eine kleine Kerbe habt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Denn diese kleinen Fräsbits tragen natürlich auch wieder ein bisschen was vom Nagel ab. Und wir wollen jetzt natürlich nur an die Nagelhaut gehen. Ja, hat super funktioniert. Ist auch nicht warm geworden, ne? Gar nicht. Auch sehr schönes, kleines Frästeil. So, als nächstes werde ich noch mal ein bisschen die Nagelhaut mit einer Nagelhautschere bearbeiten.
Was ich aber euch noch zeigen wollte, ist ein kleiner Lautstärkentest. Ich möchte mal die ProMate mit der von GC Masters vergleichen. Das machen wir jetzt mal. So, probieren wir erstmal die ProMate aus, wie laut die ist. So, und jetzt mal im direkten Vergleich. Also schon deutlich leiser, die günstigere Fräse ist schon deutlich leiser. Ja, nicht schlecht, kann gut mithalten. So, starten wir zwar unter dem Nagel, das Ganze schick zu machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Verfärbungen drunter habt oder so, das könnt ihr dann mit solchen kleinen, feinen, schmalen Bits wunderbar machen. Jetzt ist alles drauf auf dem Nagel, was drauf soll. Aufbaugel ist drauf. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Versiegelung. Ich habe den Nagel auch schon nachgefeilt. Versiegelung würde ich immer danach drauf machen, nachdem ihr unter dem Nagel gefräst habt. Ansonsten starten wir jetzt mal mit dem ersten Bit. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eine Schablonverlängerung gemacht habt, würde ich den Nagel unten drunter vorher abcleanern. Denn wenn ihr danach mit so einem dünnen Fräsbit drunter herfeilt, fräst, habt ihr schnell mal die Schwitzschicht im Fräsbit und dann kriegt ihr das schlecht wieder draus. Und das könnt ihr vermeiden, indem ihr einfach mal unten drunter ein bisschen das Ganze abcleanert. Starten wir mal mit dem hier, das ist wirklich der dünnste von allen. Und guck mal, wie der so ist. So, unter dem Nagel auf jeden Fall auch eine geringe Drehzahl verwenden. Nicht unbedingt hier voll aufdrehen und dann unter den Nagel gehen, denn da sind auch wirklich sehr empfindliche Stellen, die die Kunden gerne mal verletzen können. Zudem würde ich, wenn ihr eine Schablonverlängerung habt, einen etwas gröberen Bit wählen. Nicht so ein ganz, ganz fein. Und wenn ihr nur einen Naturnagel habt, würde ich einen etwas feineren Bit wählen, damit ihr nicht zu viel von dem Naturnagel abtragt und der zu dünn wird. Ja, benutzen kann man das Ganze am besten, wenn ihr zum Beispiel eine Schablonenverlängerung habt und da noch irgendwelche Kanten drunter sind oder einen Tipp geklebt habt und darunter hat sich der Kleber ein bisschen verhärtet in manchen Stellen, da kann man den damit auch wunderbar wegfräsen. Oder natürlich auch, wie gesagt, wenn ihr den Naturnagel ein wenig netter machen wollt, wenn da irgendwelche Verfärbungen dran sind von, jetzt im Winter zum Beispiel von Mandarinen, da können die gerne mal unten ein bisschen gelb werden oder von Rauchern, das Gelbe unter dem Nagel könnt ihr damit auch super dann entfernen und dann sieht er wieder ein bisschen netter aus von unten. Keine Beanstandungen finde ich auch gut. Die tun alles das, was sie tun sollen. Also da könnt ihr keinen Fehlgriff machen, wenn ihr euch die gerne mal gönnen wollt. Nicht vergessen mit dem Gutscheincode natürlich. Nachdem ihr das dann getan habt, würde ich noch mal kurz mit dem Buffer entlang gehen, um so die letzten kleinen Pfeilfrässpuren zu entfernen. Nicht, dass ihr da gleich noch irgendwelche Knubbel habt, wenn ihr die Versiegelung drauf macht. So, als nächstes probieren wir mal das letzte Teil, was dabei ist, aus, und zwar diese Bürste. Hier haben wir jetzt minimale Reste drin. Und die kriegen wir damit wunderbar wieder raus. Das finde ich doch mal richtig geil. Machen wir direkt mal mit dem ganz kleinen hier. Der hat nämlich auch noch so einige Reste drin. Gerne immer in die Maserung, also in der Richtung der Maserung des Fräsbits. Und auch alles wunderbar sauber wieder. Ganz wichtig, das ersetzt natürlich nicht die Desinfektion der Fräsbits. Das müsst ihr auf jeden Fall auch noch machen. Einfach eine Desinfektion für Metall nehmen und dann habt ihr die Dinger auch wieder safe für den nächsten Einsatz. Zur Reinigung von Fräsbits kann man ein Ultraschallbad nehmen, das entfernt dann die kleinen Unreinheiten. Für gröbere Verschmutzung, wie zum Beispiel Nagellackreste oder, was gibt es denn noch, irgendwie Gelreste oder irgendwie dergleichen, was dann nicht rausgeht aus den Ritzen, könnt ihr eine Drahtbürste nehmen, eine kleine oder eine kleine Nylonbürste. Nylonbürste, ja, finde ich jetzt nicht so gut.
Denn für die ganz feinen Bits werdet ihr das damit nicht sauber kriegen, weil die Borsten der Nylonbürste einfach zu dick sind und in diese kleinen Ecken nicht reinkommen. Deshalb würde ich euch immer eine Drahtbürste empfehlen und damit dann in der Maserung der Fräsbits das Ganze einmal ausbürsten. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und kommen wir doch auch direkt zur Verlosung. Und zwar könnt ihr diese geile Fräse hier gewinnen. Und zwar braucht ihr dafür einfach nur den Hashtag, Nagelfräser in die Kommentare reinklöppeln, Abonnent von meinem Kanal sein und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Nähere Infos stehen auch wieder unten in der Infobox, also bitte einmal reinschauen. Viele haben den Hashtag nämlich teilweise falsch geschrieben beim letzten Mal oder unvollständig oder wie auch immer. Also ein Hashtag ist auf jeden Fall eine Raute und dahinter dann das Wort Nagelfräser. Ganz wichtig, den müsst ihr richtig schreiben, denn ansonsten bei einem Tippfehler kann ich euch leider nicht mit ins Gewinnspiel reinnehmen. Das hatten wir jetzt schon einmal und das möchte ich gerne vermeiden. Dann auf jeden Fall auch noch den Gutscheincode auschecken. Da könnt ihr auch nochmal 10% mit dem Gutscheincode Unicorn by Chris sparen. Wenn ihr euch mal richtig geile Fräsbits gönnen wollt, dann auf jeden Fall diesen Gutscheincode benutzen. Ab einem Warenwert von 30 Euro könnt ihr da 10% sparen auf Fräsbits. Und ansonsten war es das jetzt auch. Ich würde mich über ein Abonnement sehr freuen. Zudem einen Daumen nach oben gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Chris.